bist ein würdiger Gegner? Ja. Fotze? Hallo Wiesel. Was? Ich hab nicht gehört. Hast du irgendwas gesagt? Wer synchromäßig Lippen lesen kann, der weiß, was ich gesagt habe. Ey, ich hab nicht die kleineren von uns beiden, ja? Nein, ja, Taschen. Alle wieder begrüßt. Keine Ahnung, was gerade abging. Hallo, Leute da draußen. Weil wir uns ja nicht sehen. Ja, ich bin ein bisschen baff. Jetzt hat er mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Ich muss ja nur Hallo sagen, das ist eine tolle daran. Hallo. Ich muss ja nur Hallo sagen. Nee, du musst hier noch ein bisschen mehr sagen, weil was spielen wir hier? Ach so, ja, wir spielen wieder ein beschissenes Spiel, was wir wahrscheinlich, wir wollen es nicht sagen. Es nennt sich Floddy. Wir sind jeweils so ein Tierchen und der Bildschirm geht von unten nach oben. Und wer nach unten fällt, der hat ein Leben verloren. Und dann kannst du hier so eine Dinger hier bauen, da ist Feuer und ja. Also wir waren... Was? Man kann pupsen und so und ja. Ja, also wir waren hellauf begeistert, wo wir es gerade angetestet haben. Das Wichtigste ist, es ist ein Matchbeispiel für AWO, ne? Warte. Mhm, das ist korrekt. Gerade. Also wenn ich das Spiel verliere, auch noch bei so einem dummen Spiel, dann hat AWO Season 4 gewonnen. Deswegen wird es wahrscheinlich auch eine sehr kurze Aufnahme. Also was heißt kurze Aufnahme? Also ein kurzes Spiel, weil es ist Early Access. Man kann nicht so wirklich was einstellen. Deswegen spielen wir 10 Minuten. Und wer am wenigsten gestorben ist, der hat einfach gewonnen. Verstanden, ja. Abo? Nicht, dass es da wieder noch so Reibereien gibt oder sowas. Verstanden. Ich mache Strichliste, wer halt die Runde gewinnt. Steht ja immer groß da. Also ich versuch. Achso, machst du. Weil die Runde geht ja immer ziemlich schnell weiter, ne? Ja, ich versuche es zumindest. Okay, also habe ich schon mal einen kleinen Vorteil, das ist gut. Aber wenn es nicht klappt, klappt es nicht, ne? Ja, ich zähle laut mit auch. Oder Mike auch? Nee, ich zähle mal laut mit. Wenn nicht, haben wir die Aufnahmen, ist ja alles hier, ne? Schalten wir nach Köln und die gucken nochmal. So, nochmal einen Schluck Leistungsdruck, wie immer. Ja, ja, mal schön vom Kaffee, ne? Dann machen wir nochmal richtig schön. Leute, ich auch Kaffee. Das Adrenalin rein. Aber der ist so zart, dass ich nicht hier... Leute, meine Ex-Kollegen wissen noch. Weil dann meinst du, warum der Name Crazy Wiese herkommt? So, weil... Wie heißt denn der von South Park? Der Mann, Hip, Dip, wie heißt denn der? Dip ist was anderes. Henry or Kenny, der stirbt dir das mal. Ja, das hat jetzt Kinder gefragt, aber ist egal. So, ich muss gewinnen, sonst habe ich verloren. Alter, das ist Weisheit des Samstags, oder? Das ist eine Weisheit des Samstags. Das ist ja Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. So, los geht's. Ich muss gewinnen, sonst habe ich verloren. Ey, jetzt lass ich mich noch. Hier, mich noch auf meine Glatze. Auf meine Glatze hier rüber. Ich muss gewinnen, sonst habe ich verloren. Das ist ein Knaller. Also manchmal übertreffe ich mich selber, ne? So, ich bin drinne. Wo bist du? Ich habe keine Einladung. Doch, habe ich die. Bevor wir Start gedrückt haben, habe ich dir die Einladung schon geschickt. Ich glaube, das geht jetzt relativ schnell gleich los, oder? Ja. Ich bin hier immer noch. Cool, ich bin alleine und bin trotzdem der Gewinner. Jetzt bin ich ein Schaf. Du musst nach oben. Du musst selber nach oben ins Spiel rein. Nach oben, wo die zwei Flammen sind in der Mitte. Achso, okay. Ja, Moment. Moment. Ich muss hier kurz aufbauen. So sehen die Leute schon mal, dass das Spiel einfach. Ja, also es ist halt wirklich. Und ich möchte nicht gerne wissen, wie teuer das ist. Ja, zu teuer für das, was es ist. Also man muss hier echt teilweise abwarten, weil sonst hast du echt verkackt. So, AWO ist drinne. Machen wir jetzt schon? Ja, ne? Ja, okay. Ja. Ja, hat geklappt. Ah! Hör auf zu schreien, Jussi. So. Ah, ich verstehe. Nein, du bist auch schon runtergefallen. Winner! Yes!
Bist du auch schon runtergefallen? Warum bist du nicht gestorben? Keine Ahnung. Okay, aber das mit... Das klappt eigentlich ganz gut. Hä? Was wird die machen? Verdammt. Ach so. Scheiße, er hat auch eins mitgekriegt. Ja, nein. Oh nein. Warum bist du so unsichtbar? Nein. Schafft er denn auch noch, Alter? Oh, jetzt geht's ja ab, Nein, komm hoch hier. Was? Ach, guck mal, jetzt hast du doch Striche. Guck mal, jetzt hast du Striche, aber nur, wenn du hintereinander gewinnst wahrscheinlich. Das kann sein. Aber 2-0 steht's nicht, 3-0? Genau, es steht 2-0, also das stimmt nicht, was da gerade stand. Oh, Alter, was ist das denn? Oh, du bist, glaube ich, aber rübergesprungen, das war gerade das Problem. Du hast mich da weggeschubst, so weit kann ich doch gar nicht springen. Ja, keine Ahnung. Ich drücke hier eigentlich auch wie immer bloß irgendwelche Knöpfe, ehrlich gesagt. Boah, Alter. Alter! Was ist das denn? Aber es ist noch zu viel Zeit, um hier irgendwas zu sagen. Eins. Was? 4, ne? Ja, 4-1. Aber die Zeit reicht. Jetzt werde ich doch für eine Viertelstunde. Wow. Zwei. War ich zu sehr bedacht, gerade dich da irgendwie runterzustoßen? Oh. Ja! 3! Ja, deshalb meine ich. Oh, Alter, Leute, sorry, dass wir so ruhig sind, aber das ist ja doch... Es ist scheiße, aber irgendwie... Es ist trotzdem ganz schön tricky. Oh, das war dumm. 4-4 habe ich, 4 habe ich, 4 habe ich. Ich habe dich getroffen. Nee, hast du nicht. Achso, okay, höher als das Ding geht leider nicht, okay. Nein, ich habe 5. 5. Mann, ich guck immer noch nach links, das ist doch zum Kotzen. Ich bin rechts, das war doch normal. Na, oh, wow. Kann man bei derselbe Vorwahl sagen? Boah, Alter, ist das gemein. Ist das gemein, Alter. Warum, wenn du so schießt, Alter, warum fliege ich die ganze Zeit immer so krass weg, Alter? Nein! Was habe ich das gerade? 6-5 übrigens, für mich. Mega knapp hier, die Scheiße. Schafft er das auch noch, Alter? Nein, das ist ja nicht meins. Ja, 6! Hat er mich getroffen.
Ah, da war ich im Nachteil dran. Der gute Obi-Wan schon immer gesagt hat, ich stehe über dir. Das ist für jeden Fall. Was auch immer diese Dinge zu bedeuten haben. Nein! Oh, bau doch. Sieben! Sieben! 7, 6. War von Rammstein, oder? 7! Noch 4 Minuten übrigens. Wow! Mann, bau doch! Ja, jetzt hat er mich da. Ja. Da konnte er mich da changen oder wegschießen oder was auch immer. Alter! Das ist gar nicht so einfach. Nee, aber trotzdem sind sie 5 Euro immer nicht mehr. Nee, das stimmt. Die sind's nicht mehr. Also manchmal baut er bei mir nicht gleich. Ja. Ich hab mich getroffen. Ja, 8! Alter, hat er mich runter. Oh, Alter, das Spiel ist. Nee. Ja, nee. Oder willst du mich schnell bauen? Mann! Warum macht er es denn bei mir nicht? 8. 2 Minuten. Allerdings geht mein Handy gleich aus, also ich werde das gleich nicht mehr sehen, wie weit es noch ist. Oh, jetzt fällt der auch noch runter. Nein, wäre nicht gesprungen. Mann! 9, 8. Jetzt will er schon wieder nicht. Mensch, bau doch! Wo bin ich? Da oben! Hab ich selber gar nicht gesehen gerade. Nein, jetzt hat er mich. Oh. Das hat zu lange gedauert jetzt hier. 10-8. Ich habe keine Ahnung, wie er das da teilweise macht. Aber er macht es halt besser als ich. Also irgendwie kann er. Schon wenig getroffen. Ja, ich bin gerade so ausgewichen. Shit. 9. 10, 9. Ja, Alter, das ist knapp! 45 ist aber Sekunden. Gleich vorbei wahrscheinlich. Ja, okay, jetzt hat das. Ja, er hat es. Da musste ich Risiko gehen. Da hat er geschossen. 11-9. Ich bin gerade. Alter, mein Puls ist gerade auf 180. Meiner nicht. Meiner ist ziemlich entspannt. F10. Mensch, freut es auch, ja, groß, dass du die Season gewonnen hast. Mensch, bist du richtig emotional. Alter, ich hab. Boah. Also, ich höre keine Tröten, ich höre gar nichts. Also, ich hab mich mehr gefreut. Du hast das nicht. Entschuldige, hast du das nicht gehört gerade, dass der Wecker. Was, das Gemecker?
Den Wecker. Ja, den Wecker, ja, Quatsch. Ja, Entschuldigung, ich bin gerade aufgestanden. Ja, meinst du, warum ich gesagt habe, Mensch, ist ja richtig emotional, was bei dir abgeht? Konfetti fliegt bei dir nicht, gar nichts. Ist ja langweilig, das, wenn du gewinnst. Ich bin nicht wie du und das ist auch gut so. Meinst du, ich mach mir selber Stimmung, sehr oft. Aber ich freue mich, ich sehe das auch definitiv. Ich bin immer noch Adrenalin pur, meine Hand zittert immer noch leicht. Ist doch gut, dann machen wir schnell Schluss. Lass doch schnell was anderes machen. Kann man hier auch irgendwie mal hier Pause machen? Boah, Alter. Ich mag die Musik nicht mehr. So, ja, warte, wir können hier bestimmt auch zum Hauptmenü oder so zurück. So, Floddy, der sieht es nochmal. Alter. Ja. Boah. Ich mach mal ich bin grad durch. Meine Beinseiten rein war. Alter. Also, echt komisch, die Season. Also, ich habe Spiele verloren, die eigentlich ganz meine sind, ne? Also, da gehört Sovati dabei. So ein dummer Spieler einfach mal. Aber das war hier auch wieder, also wie so ganz so oft in dieser Season, meine, das ging jetzt hier 11 zu 10 aus. Also, ohne Scheiß. Und das ist so oft gewesen, dass wir einfach so knapp auf Augenhöhe einfach sind. Ja, das hast du vor der zweiten und dritten Season gar nicht mehr behauptet. Da hast du richtig rumgemeckert. Bei der zweiten und dritten Season, doch, gab es auch viele Situationen, wo wir auf Augenhöhe waren, aber da ist das Pendel immer in deine Richtung irgendwie ausgeschlagen. Allerdings, da gab es allerdings auch deutlich Spiele, wo ich richtig auf den Sack gekriegt habe. Die gab es jetzt hier in Season 4 kaum. Dafür hat hier der gute Wiese halt so bei 2-3 Spielen wirklich auf den Sack gekriegt, aber der Rest auch nicht unbedingt. Also es war wirklich knapp. Also ich kann mich an Mensch ärgerlich hier an dieses Ludo-Spiel erinnern, da hast du echt auf den Sack gekriegt, das war wirklich unlucky für dich. Und bei Chicken House warst du einfach nur mega Arsch. Bei Chicken House war ich ein Arsch, bei hier Bombbots, das hast du auch komplett verkackt. Ja, das gebe ich zu. Aber also ich bin komplett entspannt, weil ich irgendwie heute, weiß ich nicht, ich bin heute früh joggen und irgendwie habe ich so gemerkt, so nee, irgendwas, ich verliere heute, deswegen bin ich total entspannt. Also ich war entspannt, bin es gerade überhaupt nicht mehr. Also gut, jetzt wieder langsam, ja, zittert auch nicht mehr wirklich, ja, wenig, kaum noch. Alter. Nee, Season 4 geht an ihn. Season 1... Nein, das ist die Scheiße. Der erste Gewinner in einer Season, der wird immer gesagt. Season 2, ja, Season 3 habt für mich und jetzt Season 4 für dich. Da steht's doch locker 2-2, ist so alle dude. Ja, und Season 4 war, sagen, mit Abstand die spannendste. Oh ja, das stimmt. Abstand, mit Abstand. Und ich glaube, so gehasst hatten wir uns schon lange nicht mehr bei der Season 4. Ja, da gab's so einige Spiele. Oh ja. Aber ich muss sagen, Avo, Chapeau, du hast gewonnen. Hat wie immer mega Spaß mit dir gemacht, die Season. Ja, danke. Mit dir natürlich auch. Also, oh, danke. Das ist, danke. Du bist ein würdiger Gegner. Ja. Fotze. So. Und die Leute, die jetzt denken so, das war's jetzt schon? Nein, das war's nicht. Der Verlierer jeder Season muss natürlich eine Bestrafung über sich erdulden. Und da bin ich mal gespannt, was der gute Avorin für mich dann ausgesucht hat. Das werdet ihr dann auch sehen können. Das ist richtig. Das werdet ihr dann auch natürlich noch sehen, was er für ein schönes Spiel spielen darf. Mhm. Ich denke mal, es wird amüsant werden. Also ich glaube auch deswegen habe ich verloren, weil ich habe ehrlich gesagt immer noch nicht mir rausgesucht, was für ein Spiel du spielen solltest. Das war sogar richtiges Deutsch, ne? Wow, ich bin gerade erstaunt über mich. Über mich, genau. Da war sie, ne? Was du hättest spielen sollst. Sollen, müsstest. Das war ja falsch. Sorry, Leute, ich quatsch wieder nur Scheiße, aber ist egal. Erfahre ich das schon hier oder wird dann das Spiel dann hochgeladen? Das kommt später. Okay. Bin ich gespannt. Die krasseste Strafe wäre, glaube ich, für mich WoW zu zocken. Das wäre mal geil. Spiel mal 3 Stunden WoW. Oh Gott, da will ich ja sowas von kotzen, Abo. Vor allem spielt das neue Shadowlands. Oh, würde ich kotzen.
Ja, nee, das würde denn eher so aussehen, so mit. Auslaufen? Auslaufen? Habe ich auslaufen gesagt? Ja, aber du glaube, du wolltest in die Richtung. Auslaufen. Irgendwas mit aus, hast du Okay. gesagt. Nee, also wenn ich dich WoW spielen lassen würde, dann natürlich nur ohne Reittier und du müsstest von Norden nach Süden in Azeroth laufen. Ach, hatten wir schon, war total scheiße und langweilig. Ey, da hab ich mir raufgelegt. Das war die dritte Season, ne? Ja, das war dritter, ja. Alter! Jetzt ohne Scheiß! Wir können ja ein bisschen lästern, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Wir haben es zwischenzeitlich gestoppt, weil ich mich so aufgeregt habe, Leute, im Off. Also wir haben es. Ich glaube, wir hatten es aufgenommen, aber wir haben alles rausgeschnitten, weil ich mich so aufgeregt habe. Alter, habe ich aber ihn gerast. Also das Originalvideo ging auf jeden Fall doppelt so lang wie das, was ihr gesehen habt. Auf Ja! Ja! Und wir haben wirklich teilweise bestimmt 4, 5 Minuten einfach nicht miteinander gesprochen, weil ich wirklich so eine Krawatte hatte. Ich war richtig sauer. Oh ja, das war. Im Nachgang war es eigentlich lustig, darüber zu reden, aber währenddessen war es naja echt nicht mehr lustig. Nee, weil das erstens eine bekloppte Idee war, zweitens, ich kannte den Weg nicht, weil ich Das war nie es. an Ali gespielt habe. Und Avo immer so, nein, du weißt ja den Weg, du spielst das schon seit 15 Jahren, spielst du das schon. Und ich so, Alter! Da hatte ich halt eine Voraussetzung, die nicht gegeben war, weil ich bin von mir ausgegangen, grober Fehler übrigens. Und ich, weil mir war das halt egal, ob ich Ali oder Horde spiele, ich kannte in der alten Welt alles. Ja. Egal was für ein Char, egal welche Seite. Da bin ich halt davon ausgegangen, weil er halt auch so viel WoW halt spielt, immer noch aktiv, dass er das halt auch weiß. Ja, aber das war ein Fehler. Und also wenn ich es gewusst hätte, habe ich es wahrscheinlich alle weggesoffen. Gut, man muss halt sagen, seine aktive Zeit ist ja immer noch. Meine war es zu Burning Crusade Zeiten, also ist ein Jahrzehnt her. Ja, wir könnten Wettrennen machen in der neuen Welt. Da wüsstest du jetzt auch nicht so. Ja, da wüsste ich Da nicht. hat es doch Das nichts damit wüsste zu tun, wie lange man spielt und so. ich ja. Also BFA habe ich zwar noch besessen, aber ich habe keinen 120er Charakter. Ja. Ist der Charakter so irgendwie 113 oder? Deswegen, wenn diese Leute sagen, naja, aber du spielst doch so lange. Nee, es hat ja damit nichts zu tun, wie lange du spielst. Und wenn du noch nie da gewesen warst oder bist. Auch gut, vielleicht habe ich vielleicht mal gequestet, aber das ist schon Jahre her, Mann. Das ist Klassikzeit gewesen. Das wissen wir noch nicht mehr. So. Na gut. Passiert Gut. sowas. Aber kannst du schon so einen kleinen Teaser drauf machen, was ich vielleicht machen würde, um nicht so viel zu verraten? Nee. Nee! Okay, da kommt Gibt wieder dir hier keinen Avos. Teaser. Da kommt wieder Avos. Da kommt kein Teaser. Lasst euch einfach überraschen. Okay, ich muss auch. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Es ist wirklich. Wir nehmen das wirklich ernst, Scharmütze. Wir nehmen das wirklich ernst. Ja, manchmal nehmen wir es ein bisschen zu ernst. Aber ja, wir nehmen es wirklich ernst. Ja, aber Leute, ohne Scheiß. Wir kommen manchmal echt arschig rüber. Echt. Aber wenn wir ausschalten, dann sagen wir uns gegenseitig so: Alter, nochmal Arschloch. Und dann ist abgehakt. Also, wenn wir hier auf den Knopf drücken und ihr seht uns nicht mehr, danach reden wir ja noch weiter und danach ist alles wieder in Ordnung. Deswegen, das ist das Schöne stimmt. an ihm. Deswegen Ja. liebe ich Arvo. Also da kacken wir uns ja nicht mehr zu. Also auf Ich jeden habe Fall nicht mehr dir über gerade was dieses Schönes Spiel. gesagt. Und du hast jetzt zugehört. Natürlich habe ich zugehört. Ja? Was habe ich gesagt? Ja, dass wir uns lieb haben. Ja. Okay, du sagst gleich wir. Okay, das finde ich auch toll. So. Genau, hellabert. Seid ihr nicht einschlafen. Vor allem nicht, wenn ihr auf dem Pott seid. Sonst schlafen die Oh. Beine ein. Ist dann geil, wenn man aufsteht immer. Das ist geil. So. Dann nochmal herzlichen Glückwunsch, Avo, zum Sieg der vierten Vielen Staffel. Dank. Und ich sage, auf Wiedergesehen. Nein, das war's nicht. Ist ein Daumen oben, kannst du es gleich loben. Haut da Rinsen mit dem Grinsen. Und nochmal Applaus für Avorin. Bis zum nächsten Mal, Season 5. Wenn nicht, lasst alle da unten, schreibt uns, feiert uns, macht Aber uns was ich noch, berühmt, weil wenn wir eins berühmt will ich noch sind, machen loswerden. wir euch auch berühmt. Eins will Ja, ich war gut. noch loswerden. Also Oh ja? natürlich stimmt das, was Wiese gerade gesagt hat. Also ja. Schöne Weihnachten, guten Rutsch wünsche ich euch. Bei Was? Season. Zuerst November? Na, es könnte sogar schon Dezember jetzt gerade sein. Ja, aber wir sehen uns doch noch dazwischen, oder? Ja, aber nicht mehr bei Scharmützel, Tatsache. So viel verrate ich euch: Scharmützel wird erst im neuen Jahr losgehen wieder. Ja. Aber wir haben genug andere Projekte aktuell auf dem Kanal. Da seht ihr uns natürlich weiterhin. Alles stimmt. Hab euch ganz doll lieb. Wir sehen uns erst nächstes Jahr in Schwitze. Ciao. Tschüss.